Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer arabischen Hochzeit. Aber erstmal zurück zum Anfang. Natürlich hat alles mit einem Aufbau angefangen und da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Wir haben erstmal so eine Fotowand aufgebaut, dann Gläser für die Candy Bar befüllt. Nachmittags hatten wir natürlich dann alle auch Hunger, haben uns fette Partypizza bestellt und die haben wir einfach in so Dönersoße getunkt. Das war einfach so krass lecker. Danach ging es an die Tische und Stühle. Die haben wir bezogen, bedeckt, dekoriert. Ich habe so Servietten noch gefaltet. Dann hat langsam alles auch ein bisschen Form angenommen und es sah einfach so wunderschön alles aus. Und ich habe auch noch ein bisschen geholfen, so eine kleine Kinderecke aufzubauen. Wir haben irgendwie so 7 Stunden aufgebaut und es war noch nicht komplett fertig, aber der Rest wurde dann am Hochzeitstag gemacht. So sah ich am nächsten Morgen aus, also komplett glammig und fertig. Und dann habe ich mich im puren Zeitstress noch ganz schön fertig gemacht für den First Look mit der Braut. Das Kleid war so wunderschön, ich war sprachlos. Ich glaube, es ist das schönste Hochzeitskleid, was ich jemals gesehen habe. Und dann haben wir auch noch alle die Reaktion vom Vater gesehen und den Brüdern. Danach war auch schon die Trauung, ich habe nicht so viel gefilmt, weil ich einfach den Moment genießen wollte. Ich habe so viel geweint. Dann sind wir alle zur Location gefahren, nach Rottweil. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt aus dem Video, die Farbe für uns Brautjungfern und Trauzeugen war rosa. Ich habe mich in dem Kleid einfach wie eine Prinzessin gefühlt. Dann gab es ein paar Reden, auch ganz viel Essen, so eine Mischung aus Deutsch und auch Arabisch. Beim Vater-Tochter-Tanz war bei mir over Endgame. Ich habe so ein ugly cry gehabt. Ich habe nicht nur so ein bisschen geweint, ich habe richtig geschluchzt. Aber danach ging es ans Dancen. Und ich wurde auch schon vorgewarnt, bei arabischen Hochzeiten wird die ganze Nacht getanzt, bis mindestens 5 Uhr morgens. Und genau so war's. Und meine Füße waren einfach komplett überfordert mit Dabka, also diesen arabischen Tanz, glaube ich. Sobald alle Erwachsenen und so dann gegangen sind, habe ich mich dann auch umgezogen. Wir haben tatsächlich dann alle bis 5 Uhr morgens getanzt. Und davon habe ich einfach heute einen freaking Muskelkater.